los? Ja. Jetzt? Oder ist schon los? Läuft Willkommen schon. Beim neuen Part Pokémon Flora Sky, den natürlich ich ganz alleine mache, weil das ja auch mein Kanal ist und weil ich alleine aufnehme. Und wir haben hier Gastkommentatoren bei uns. Also, hier ist erstmal der Herbert, ne? Und hier der überhaupt nicht diesen Kanal besitzt. Die Katzenständerin. Und ein neuer im Bunde. Ich. Hat jemand mal ein Messer? Ich glaube, der ist ein Potpotschänder. Oh mein Gott. Turbodreher. Oh, Sneeble ist gerade echt nützlich. Echt? Ja, das ist mein einziges Pokémon, was noch lebt. Dann ist Sneeble mal nützlich. Oder deine Droge. Seit wann ist deine Droge nützlich, hä? Die ganze Zeit hast du sie diskriminiert und fertig gemacht und jetzt auf einmal ist sie einfach nur nützlich. Jo. Na, sowas kann ich auch nicht nachvollziehen. Das ist logisch. Nein. Sowas kann ich nicht nachvollziehen. Ey, cool, ich bin an dem vorbeigekommen. Ein was? Jetzt fahr ich. Das sieht aus wie diese Dicta-Höhle. Mit Slimer drin. Oh, Dicta. Gefährlich, Dicta. Dicta. Da. Ey, sag nicht gegen Siegfried. Gegen Siegfried bin ich in Pokémon Online am Arsch gegangen. Also. Weil Siegfried ist sehr, sehr schnell. Siegfried ist asozial, aber Dicta ist auch sehr gefährlich. Dicta ist so fast so gefährlich wie Barschuft in dem Barschuft. Uber-Video. Sag bloß, ich muss jetzt auch noch gegen Team Magma kämpfen. Oh. Ah, das ist die Feuerhöhle. Und da wird der Höp. Ja, ich bin in der Feuerhöhle. Ja! Unser neues Teammitglied. Darukmada. Was? Als Flampion. Ach so, ja. Wie heißt es nochmal? Flampion? Ja, Flampivian oder Flampion. Und die Vorentwicklung kenne ich nicht, weil ich die Pokémon der fünften Generation nicht kenne. Wow, das war knapp. Das und war sehr, sehr die knapp. Fünfte Generation, denke ich. Aber jetzt kann ich endlich fangen. Yeah. So. Pokéball. Ich habe keinen besseren Ball. Pokéball. Los, Pokéball. Fangen Sie ja alle. Ja, beim ersten Mal drin. Woo. Ja. Boah. Wir freuen uns alle. Ja, Marcel, jetzt sag du mal was. Begeisterung ist zu schnell. Du bist immer so still. Was Gell? So eigentlich so bescheuert ist, man redet über Massentierhaltung, ist eigentlich nichts was Gutes. Aber ein 4 Meter Viech in so einen kleinen Pokéball reinquetschen geht also, ne? Ja. Ja, nochmal aufs Thema zurückzukommen. Sauerstoff wird voll überbewertet. Ja. Findet ihr nicht auch? Ja. Was wird überbewertet? Ja, die Ivy, die findet es doch nicht mal hier für notwendig, mehr mal zuzuhören für eine Minute. Nein, Flampion ist in der Box. Nein. Ja, ne? Aber ein Glück ist hier eine Stadt. Ivy ist da. Hey, wir haben es geschafft. Tiere. Wir haben die Bewährungsprobe geschafft. Unglaublich, diese Eevee. Ach ja, ihr habt ja auch noch was da drum fliegen. Was kann man nach ja, bestimmt aussagen, deine Katze, ne? Deine, dann wohl bestimmt schon. Deine Katze, oder? Nein, nicht ihre Katze, sondern ihre Katzenfelle. Was? Ihre Kassette. Meinst du was?
Rede dich nicht raus, Ivy. Wir sind hier dort. Was, wenn ich nichts verstanden hab? Okay. So, dann gehen wir mal ein bisschen trainieren. Das sollten wir jetzt auf jeden Fall mal machen. Man sollte immer trainieren, wenn man genug Zeit hat. Das stimmt, aber ich habe jetzt gerade einen Flampion auf Level 14 gefangen. Oh. Und das habe ich rot genannt. Wer weiß, vielleicht findest du das übermächtige Carpador, das richtig stärkste Pokémon, das es gibt. Das übermächtige Carpador. Das wäre aber nicht gut. Derbe. Das macht mich dann mit Nassmacher kalt. Denk doch mal nach, das macht mich doch dann mit Nassmacher kalt. Das ist nicht gut. Das ist nicht akzeptabel. Ist gar nicht gut. Oder nee, Platscher war das doch. Platscher ist ja die epische Attacke da. Ja, Platscher. Irgendwann kommt Betten, irgendwann in der 100. Generation wird Platscher mal so eine richtig derbe K.O.-Attacke werden. Platscher ist stark. Da nichts gegen Platscher. Carpador setzt Platscher ein. Das Team ist K.O. gegangen. Wow, so schlechte Attacken kann das Bier noch. Oder im Regen. Kann das Bier gar nicht. Das dann irgendwann zu. Oder Carpador wird irgendwann zu Uber. Platscher wird zu Flugbälle. Oder Carpador wird zu Uber. Carpador wird zu Uber. Ja, genau, Carpador wird zu Uber. Weil es übermächtige Attacken erlernt. Ja. Platscher und Tackle. Und wegen seinem erstaunlichen Angriff von sage und schreibe 5 auf Level 100. Das muss Uwe erinnern werden. Ich werde mich mit Pokémon in Kontakt setzen und so. Das kann so nicht weitergehen. Da gebe ich dir recht, Ivy. Einmal gebe ich dir recht. Kann so auch nicht weitergehen, dass ich die ganze Zeit. Ich denke mir übrigens freiwillig, ne? Kann man doch fangen. Pokémon Center. Und ich merke gerade wieder, dass ich viel zu viel rede. Ach. Merkst du aber spät. Hey, aber Walzer und Glut sind schon mal ganz gut für einen Anfang, oder? Ja. So ziemlich von Attacken mein stärkstes Pokémon im Moment. Oh. Noch epischer. Hat Tackle und Kopfnuss drauf. Weißt du, was man mal machen müsste? Carpador Only Run. Frag mich, ob das klappen würde. Carpador die Top 4 schaffen. Müsste man echt mal ausprobieren. Geht ja, bei irgendeiner Generation erlernt Carpador Sprungfeder oder so. Carpador kann in der Smaragd Sprungfeder erlernen. Carpador kann übrigens in Smaragd Sprungfeder erlernen. Nein! Muss nur ins Mara kennt noch wieder noch lernen. Nein, ins Smaragd. Das ist die dritte. Echt? Ja. Steht zumindest in Pokewiki so. Verdammt, nein! Mein Pokémon ist kaputt. Pokémon ist kaputt. Okay. Schaut. Ist es schon kaputt gegangen? Gegen einen Kiesling auf Level 14 verliere ich. Pokémon ist kaputt gegangen. Ganz toll gemacht. Ja. Ganz tolles Deutsch. Pokémon Putt. Pokémon ist Putt. Ja. Ich weiß, dass ich gut Deutschen kann. Deutsch? Das war aber ich. Was wird denn der einsetzen? Wenn es Team Magma ist, irgendein Feuer-Pokémon ist, wenn es Team Aqua ist, irgendein Wasser-Pokémon.
In der Smaragd-Edition war das noch so, da hatte Team Aqua, hatte da Magnaien und ich glaube, die hatten nur Torheide und Kavania oder die da. Torheide. Ja. Torheide und Kanivana. Ja. Ja, und. Mhm. Und in der. Und in der. Und natürlich, in der Rufin natürlich und macht und man die, auch mit seinem Schreckmann. Ja, die. Und die Macht. Lol. Am perversesten war, nee, immer noch, wenn die dumm. Ihr kennt die doch dummen Magnaiens da immer ihre Schnüffler. Ihre Schnüffler und Angeberei-Kombi ausgepackt haben, ey. Boah, da war so asozial. Ihr kennt doch dieses. Selbst, ja. Oh, wieso setze ich eigentlich nicht, Walzer ein? Ja. Gegen dieses. Gute Frage. Ah, wie heißt das nochmal, das Pokémon auf Deutsch? Gute Frage, ein Fall für Galileo Mystery. Ja. Stimmt. Wie heißt das Pokémon? Weiß ich nicht. Oder wie sieht es aus? Es sieht aus wie ein Ameisenbär. Wie, Eindeutig Fettsack. Okay. Ich weiß, welches das meint, aber ich weiß auch nicht, wie es heißt auf Deutsch. Boah, jetzt wird hier erstmal wieder rumgespeedet. Wow, Alter. Das geht ab. Du alter Sack. Was ist? Nichts. Ich weiß auch nicht, was denn los ist. Der ist so still, unser Herbie. Ich bin still. Ja. Ja. Unglaublich. Normalerweise spricht er so wie so ein Wasserfall, der Herbert. Normalerweise. Aber ich bin ja da und übernehme das für den. Ja, das ist gut. Was mich richtig aufregt hier in den Pokémon-Centern, man muss immer noch mal um die Ecke laufen. Das ist ein Grund zum Aufregen. Ja. Für was denn? Yeah, Level 15! Yo! Oh, nicht schon wieder. Nee, mag ich auch nicht. Was suchst du? Ich such nicht. Ich merk nur, dass ich Rotomurf hast. Weil wenn du sagst, das auch nicht, dann weiß ich nicht, dann hat man das Gefühl, du suchst irgendwas. Das auch nicht. Kiesling mag ich auch nicht. Nee. Ah, das ist schon wieder viel besser. Wie heißt das nochmal? Dieses Flampion. Stimmt ja. Das fies hässlich, finde ich. Also. Aber es ist stark. Ja, das ist stark. Ja. Nur die Vorentwicklung ist so komisch. Das ist stark, ja. Nein! Vor allem, weil ich das mein Flampion wurde von einem Flampion besiegt. Doch, nein! Von online kenne ich das. Du hast doch nicht. Kennst natürlich. Es entwickelt doch, sich ich das Flampion. Ich kenne das von online, aber sonst. Aha. Ja, das Vieh kenne ich sogar. Dann musst du es mal trainieren, gell? Dann musst du es mal ein Pokémon-Team ansehen. Dann weiß ich, wie es aussieht. Und was es kann. Das ist ein kleines, hässliches, rotes Wollknäuel. Spoiler! So früh schon. Ja, Level 35 halt.
hat nur einen Entwickler. Ich finde das voll überflüssig. Ich finde das voll überflüssig, dass die sich dieses Trickefalo-Vieh da erst auf Level 65 entwickelt oder so. Voll überflüssig. Ich finde es auch überflüssig, dass wir gerade voll überziehen, ne? Also... Ich kann dir alles sagen, welche Attacken es erlernt. Ja. ich sag dann einfach mal bis zum nächsten Part und ciao. Ciao.